Bullseye. Mensch, Benny, was los? Du bist schon wieder nass. Hast du dich schon wieder sauber gemacht? Der kriegt das irgendwie nicht auf die Reihe. Der ist immer nass, wenn er sich sauber macht. Wieder lauter Haare, Mikro. Oh yeah. Ja, ein bisschen entspannten FM am Morgen, würde ich schon sagen. Morgen ist vorbei, ne? am Abend. Zur Nacht quasi. Wir wollten ja quasi in die Saison reinschauen. Wir haben das erste Ligaspiel haben wir noch gemacht, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Yes, gegen Werder Bremen. Wir haben aussortiert. Die erste steht, die zweite steht auf jeden Spiel. Ich glaube, das ist der Keeper. Yes, Sir. Ja. Wir haben 1,1 Milliarden. Also wir haben unendlich Geld quasi. Wir haben sowieso noch irgendwie 8 Jugendcamps gebaut. Ich glaube, beim SC Freiburg ging es noch nie so gut und gefühlt wird es im SC Freiburg auch nie wieder so gut gehen, wie es ihm jetzt hier gerade geht. Wir haben hier wieder, boah, die Mitarbeiter drehen ein bisschen am Rad, ne? Und wir gucken mal kurz wegen Marketing-Managern. Ich glaube, wir ein oder zwei Fanshops haben, in denen wir Marketing-Manager gebrauchen könnten. Gibt es hier irgendwen, den man kennt? Oder ist Ovo Mujela die... Ah, wir suchen Spanien vielleicht deswegen. Oder ist Ovo Mujela die absolute Ausnahme? Die Frage. Kenn ich nicht. Okay. Carsten Kramer. Das war sehr... Boah, ich habe schon lange kein gelbes Rehab-Make-up tatsächlich. Und Roche ist deutlich besser. Einfach so. Okay, kenne ich keinen Schwein. Ja gut, dann nehmen wir einfach einen guten, wa? Wenn ich keinen kenne, nehmen wir einfach einen guten. Das ist okay. Nee, da haben wir keinen zum Beispiel, ne? Da können wir keinen Manager, ne? Okay, da können wir keinen einstellen. Ja, weil, nur kurz als Hintergrund, ich weiß nicht, Merchandising. Hands off the Merchandise. Wir haben mal einen in Tokio, einen in London, ne? Vom derzeit, ne? Also ich weiß ja nicht, was für derzeit, Digga, wir haben eine Prestige von 2020 jetzt. Wann lohnt er sich dann, wenn nicht jetzt? So, hä? Was müssen wir tun, damit er sich rechnet? Bayern hat 2020, Dortmund hat 1918, ich glaube nur die Bayern haben eine Prestige wie wir. Ich meine, sonst macht keiner Sinn, ne? RB? Nee, RB auch nicht. Weit weg. Gladbach ist tatsächlich Platz 4 an Prestige, glaube ich. Ja, also sind die Bayern gleich mit uns. Dann kommt Dortmund, dann kommt Gladbach tatsächlich, glaube ich. Es geht auch vielleicht RB oder Leverkusen 15-14, 16-15, 18-15, 15-14. Also Eintracht Leipzig gleich, kurz davor Leverkusen. Okay, Prestige-Tabelle. Boah, wahrscheinlich gibt es da wirklich eine Statistik, ne? Sehen die 5-Jahres-Wertung aus. Wir sind immer noch hinter England. Aber ne, wir haben jetzt ein bisschen Vorsprung vor Italien. England ist natürlich noch way beyond. Aber wir kommen langsam in eine Richtung, in der wir vielleicht da mal mitreden können. Aber ansonsten, nee. Erfolgreichste Trainer. Alter. Digga. 4 Meisterschaften, 5 nationale, internationale. Gut, gucken wir mal. Gibt es international? Gibt es einfach weltweit? Nee. England? Okay. Übertreib, Diggi, übertreib. In Deutschland bin ich einfach das Nonplusultra, aber way beyond. Was? Augsburg? Wann soll denn Augsburg eine Meisterschaft geholt haben? Oder war das eine Zweitligameisterschaft? Ist sie mal abgestiegen? Nee. Oder ist einfach Augsburg, aber nee, Bayern und so war doch auch Meister. I guess, es hat nur er irgendwann mal eine Meisterschaft geholt. Wahrscheinlich war das mit Gent, aber ich denke, das war einfach eine Meisterschaft mit Gent, die ihm hier angerechnet wird. Vermute ich.
Nur Bo Svensson ist länger im Amt als wir. Ein Jahr. Ein Jahr. Das ist halt, ne, Verbesserung der Mannschaft ist halt, naja. Da ist halt bei Mourinho nicht so viel zu verbessern, weil halt Gladbach schon, ne, die haben halt einfach einen anderen Stellenwert als Freiburg, als Mourinho ins Amt gegangen ist. Muss man auch einfach mal ganz fair so sagen, ne. So, 6 unfaire Gehälter. Squadrone, Hornberger, Hornberger, Reuterhahn. Okay. Squadrone. Geht nicht. Hornberger. Ginge. Okay. Was hat er aktuell? 600k. Okay, das ist wirklich ein bisschen mau. Ergänzungsspieler maybe. Und dann gehen wir im 2,5 maybe. Muss ich jetzt mal gucken, mit wem er da. Das war Hornberger, ne? 483. Ja doch, das reicht auf jeden Fall, das reicht. Weil die Hälfte reicht ja theoretisch. Da haben wir 100%, der ist deutlich drüber. Squadrone bräuchte theoretisch. Boah, wenn er sich mit seltsam ist, bräuchte Squadrone 500. Wobei, ganz ehrlich, Squadrone ist auch nicht so schlecht. 5 Mio. Und Reuterhahn nicht so viel, ne? Wo ist ein Reuterhahn? Hat auch 2. Hier, Stange. Ja, gut, ist auch bei 4,5, ne? Quasi. Wo ist ein Squadrone? Geht nicht. Was war das andere? Reuterhahn. Ja. Auch nicht. Wie, also, dass wir immer noch kein Gehalt erhöhen dürfen, interessieren wir uns auch ein bisschen bodenlos, ne? Da bin ich ehrlich, weil was für eine Rechtfertigung. Literally. Mit was für einer Rechtfertigung sollen wir uns das nicht verdient haben? Wir haben 1,1 Milliarden auf dem Konto. Also, ne? Ist nicht so, als würden wir uns das nicht leisten können. Na gut. Wolfsburg und dann haben wir, wann haben wir denn eine Spielpause? Ja. Na gut. Dann. Helge Schneider ist wirklich vierter ZM, ne? Squadrone gefällt mir besser. Ist auch der. Müsste der beste aus einem Jugendcamp sein, glaube ich. Ist, glaube ich, unser bester Jugendcamp-Spieler bisher. Na gut. Abfahrt. Genug hier schnackt, wa? Yes. Yes. Ausinho. Absolute Maschine, der Mann. Viertes Tor im 2. Spiel, ne? Schneckerl. Sehr schön. Absolute Destruction. Duka darf raus. Sehr schön. Dass der noch keinen Stern bekommen hat, ne? Der muss eine gute Durchschnitt. Ich ziehe den so oft mit einer guten Note raus. Dass der noch keinen abbekommen hat, ist mir echt fast ein Rätsel. Armin Jacke ist auch der 2-2. Immerhin, ne? Ist ein guter Schnitt. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Come on. Yes, sir. Oh, Rautenberg. Aus ihm mit der dritten Vorlage auch noch. Will er eine vierte auch noch machen? Dann hat er 4-4. El Mouhouti von der Bank ist einfach ein different kind of beast. Der Mann ist die Definition. Ich glaube, ich muss wirklich, ne? Tabellenführer. Ja, surprise, motherfucker. Moment. Okay. 5-0. Bam. Bam, bam, bam. Wir gehen auf die 1 mit 9-1. Let's go. Die einzige Mannschaft, die auch beide Spiele gewonnen hat, ist Eintracht Frankfurt. Krass. Dortmund mit 5-0. 3 Buden durch Mokoko. Mokoko steht damit nur auf 3. Nur auf 3. Der hat letztes Spiel nicht getroffen. Ausino steht allein auf der 1. Tom Schnell mit einer neuen Erfahrungsstufe, sehr schön, dass er überhaupt spielt. Krass, ne? Ich hätte eigentlich gedacht, der ist, ne? Das war der, Luxemburg oder so, ne? Glaube ich. Wieso gerade eine Spielzeit? Also, doofe Frage. Eigentlich
Wen habe ich denn gerechnet? Ey, eigentlich fast Jones, ne? Wobei Yilmaz eigentlich der bessere ist. Würde ich denn jetzt auch spielen? Wieso spielen die nicht? Wundert mich eigentlich. Der andere ist älter. Literally Talent und so, alles gleich. Nur, dass der andere älter ist. Okay, dann gucken wir mal kurz. Cornelius Yilmaz, wen hält man eher? Franchise ist extrovertiert, sprachgebunden. Kann aber Deutsch, also ist mir das egal. Oder John Jones. Kann auch Deutsch. Mediengewandt, ist aber nachtragend. Weil dann würde ich halt eher... Nee, nicht den hier machen. Oder liegt das daran, dass Tom schneller als Eva eingetragen hat? Das könnte sein. Dass das wieder das ist. Wir müssen mal kurz die Position dann verteilen. Moment. Das kann sein, dass da der Hund begraben liegt tatsächlich. Da müssen wir grundsätzlich mal durchgucken, wie er jetzt aufstellt. Und ob wir da... muss spielen Häkchen verteilen irgendwo. Ah, jetzt spielt immer auch Yilmaz. Mhm. Oettinger. Sollte der spielen? Boah, eigentlich ja. Aber mit welcher Rechtfertigung hast du denn Lehmitz oder Lange draußen, ne? Krieg ich den noch verliehen? Ist echt am Überlegen, den dafür zu verleihen, ne? 69er Striker. Muss es auch, ich wollte sagen, muss es doch einen Regelfall geben, der den nimmt. Ah, sind beide alt, ne? Aber, boah, könnte knapp werden. Dritte statt Allendorf. Yes. Yes, yes, yes. War ich hier Flensburg? Ja, auch. Gehaltsbudget. Na komm, nimm den. Danke. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Ist mit Hornberger. Ach, dem haben wir einen Vertrag angeboten. Komm, wo ist das Angebot? Chelsea Hut. Holt Oedegaard, nee, Newcastle holt Oedegaard von Chelsea, krass. Santiago Castro, irgendwas dabei, was man kennt, nicht wirklich, ne? Hält sich mittlerweile in Grenzen, gut, wir sind ja auch schon 10 Jahre into the safe oder so, ne? Ja, wenn wir nicht verliehen kriegen, dann kriegen wir nicht verliehen, aber, ne? Anscheinend tun wir es auch nicht. Oder notfalls im Winter wäre ja auch noch fein. Der wird jetzt Spielzeit bekommen als Backup. Das ist nicht das Ding. Er bekommt jetzt trotz alledem Spielzeit. Na, wo ist Alphonso Davies? Oder Christiansen oder wie er heißt. Wird mir gar nicht mehr angeboten. Wobei so langsam könnte Alphonso Davies sogar aufhören, ne? Der Jüngste ist er nicht mehr. Ne, wir kriegen kein Angeboten. Scheint mir zumindest so. Nope. Nope. Mal gucken, ich weiß jetzt nicht, ob er heute noch weg ist. Ich meine, theoretisch reicht's, ne? Hausinho knapp über Armeniak gesessen. Nasrullah Moukoko. Fritsch, wo ist ein Mekandala? Achso, Mekandala ist bei City, deshalb natürlich nur weltweit. Del Mondo ist tatsächlich vor Mekandala. Das ist auch geil, ne? War bei uns, war bei uns, war bei uns, war bei uns, war bei uns. Nur Moukoko nicht. Und Uwe auch nicht. Ansonsten kommen schon fast alle von den Weltpfosten, zumindest von uns. Crazy. Moko, als ob. Beide einen Hattrick geschossen. Oder einen Dreipack. Also Bonus. Das ist Bonus. Lukas noch angeschlagen, aber wieder am Start. Morris neue Erfahrungsstufe, sehr schön. Salva, schade. Da fehlt schon ein Schimmer, aber gut, das ist der andere Backup, ne? Glaube ich. Ja. So, ist der jetzt weg? Ja, der ist noch weg. Perfekt. Perfekt. Sehr schön. Hornberger verlängert, auch das ist schön. Eude, deude, deude, deude. Selzer. Sollten wir auf jeden Fall verlängern, ne?
Ganz klar. Selbst wenn wir ihn vielleicht dann verkaufen, was auch eine Möglichkeit ist. My enemy. Selbst wenn wir ihn verkaufen sollten, ne? Ach, der. Hatte ich fast wieder eine feste Ablöse übersehen. Huch. So passiert das. So passiert das. Machen wir anderthalb. Das ist schon ziemlich krass, ne? Für einen zweiten. Aber das Ding ist halt, das sind Spieler, die werden wahrscheinlich irgendwann, entweder werden sie in erste kommen oder so, also potenziell. Und von daher. Also spätestens dann deutlich mehr, als ich ihn jetzt überhaupt anbiete. Das heißt, dann am Ende ist es gar nicht mehr so viel. My enemy. Sehr nice. Haben wir das mit den Verträgen aktuell auch gut unter Kontrolle. Aber es ist schon wild, was wir jetzt Hausin und so bezahlen, ne? Holy shit. Holy shit. NRB wird ausgemistet. Noch haben wir ein bisschen Platz, ne? Aktuell sehen die ja noch ganz übersichtlich aus. Das war ein ganz, ganz weirder Name. Pierre Miguel van der Hausen oder so. Einfach einen französischen Teil mit Pierre, dann einen spanischen oder so mit Miguel und dann nochmal niederländisch mit van der Hausen. Aber den absolut wildes Mix. Das ist der nächste Marathon. 15.09. Ist gleich. 2 Wochen. Also. Gleich. Schalke ist erstmal gleich. Öztürk macht. Das ist ein U-Nationalmannschaftsspiel. Sieht man ganz einfach daran, dass er hier National F 0 von 0 hat. Das Spiel würde reinzählen, wäre es ein A-Nationalmannschaftsspiel. Dementsprechend hat er noch kein Nationalmannschaftsspiel gemacht. Hier wieder Ernst, Bischof, Höttinger, Niedermüller, Engedi. Tiriac, Martina, Grobmark. Alle von uns. Rumpel. Sildilia, wo ist denn hin? Bist du PSG? Respekt an der Stelle. Gladbach hat reingeschissen, ganz ehrlich. Aber gut, sollen sie recht sein. Zakali. Alle von uns. So, dreimal verlängert, sehr schön. 60-49. Ja, auch das Jugendstadion ist bald größer. Sehr schön, internationale Nominierungen. 5 Tage mal wieder Charabi. Sag mal, was ist mit Charabi langsam los, ne? Wir brauchen wirklich mal einen neuen Keeper. Keeper-Situation ist wirklich ein bisschen, weiß ich nicht. Wir kriegen auch kein super Talent nach, ne? Ich meine, gut, Aristoi ist not so bad. 78, auch Kiel. Der bräuchte halt noch ein Sternchen. Theoretisch. Wenn, dann müssen wir halt einfach mal YOLO gehen und sagen, hey, scheiß drauf, wir stellen den jetzt rein. Mal gucken, vielleicht machen wir das nächstes Jahr. Je nachdem, wo er dann ist. Oder vielleicht bekommen wir einen 10er oder so und dann sagen, okay, dann halten wir Charabi noch 1-2 Jahre und machen es dann danach. So, das sind das A-Nationalmannschaftsspiele. Dortmund mit dem Tor. Schnell, na gut, für Luxemburg mit 16? Wie alt ist er denn? Ab 22, Entschuldigung. Nduka macht ein Tor für Deutschland. Krass. Lautenberg und Nduka, beide mit Toren, beim 3-0 gegen Schweden. Das andere Tor, weiß ich nicht, Ricardo Morris macht eins für Ding, Hausinho hat das andere Tor gemacht. Amendiakos trifft wieder. Oh, Hausinho hat mal getroffen, jetzt fällt es mir erst auf. Wo gibt's denn sowas? Gute Noten tatsächlich. Krass. Und diese Saison wird auch das Stadion fertig, ne? Also die Auslosung für ein internationales Finalstadion bezieht sich jetzt auf quasi unser neues Stadion. Wird noch nicht mit einberechnet, aber es wäre im neuen Stadion dann. Nempalis Mendy-Spiel für Senegal, finde ich gut. Mal eine andere Nationalmannschaft. Mahareiro genauso spielt für Namibia. Macht sogar hier ein Tor. 4-2 gegen Gabun gewonnen. Na gut, Gabun wird nicht mehr mit Aubameyang spielen, oder? Er wird nicht mehr spielen, I guess. Sieht nicht so aus, nee. Ist aber bester Torschütze, ne? Moritz Lange macht 2 für... Ah, das sind U-Nationalmannschaften.
Moritz-Lange macht nämlich zwei und Limits macht auch eins für Estland. Da haben wir wieder ein paar dabei, die ein bisschen unterwegs sind in Sachen andere Länder und so. Andere Länder, andere Sitten, andere... Naja, egal. Spieler, ja, spreche. Immer noch drei unfaire Gehälter. Na gut, wir haben nur bei einem den Vertrag verlängert, ne? Eigentlich müssen wir noch vier haben. Also irgendeiner hat gesagt, ja gut, wenn ich mir jetzt das angucke, was der jetzt zahlt, vielleicht kriege ich doch ganz in Ordnung. Aber eigentlich sind wir noch hoch. Ja, da müsste nur noch schlimmer geworden sein. Fehlende Ziele. Was haben wir denn? Mukuti, Stammspieler wird er nie schaffen. Ne? Stange, schwierig. Duka möchte Kapitän sein. Wäre an sich machbar, aber nicht bevor nicht irgendwer übernimmt. Gebhardt möchte fair bezahlt werden. Otto möchte fair bezahlt werden. Reutan, okay. Können wir alle nicht verlängern. Unfaire Gehälter haben wir jetzt noch Squadrone und einmal Reutan, okay. Freunde, nur noch Seltzer und Kiel aktuell. Boah, halt wieder Kiel, ne? Das ist wieder einer dabei, der halt nicht so geil ist. Der halt jederzeit ersetzt werden könnte und von daher ist halt schon schwierig, ne? Wie krass, wie wenig wir von den Leuten wissen, von den Guten, die wechseln, ne? Die haben hier 80er Prognose. Wechseln für 30 Millionen und wir wissen nichts über die. Ja gut, aber woher auch? Die sind bei Newcastle, ne? Also, mit denen haben wir halt nichts zu tun, ne? Keen Lewis Potter zu Hertha. Als Backup, I guess. Wobei Hertha Zweite ist, ne? Ja, why not? Why not? Vielleicht doch gar nicht so schlecht. Leute, Nasenbeinbruch, schade. So, das sind wieder A-Spieler, ne? Schnecker mit dem Tor. Armin Jakobs trifft. Und trifft. Und trifft. Und trifft. Deutschland müsste wirklich mal umstellen, ne? Die Formation, die Deutschland spielt, ist halt echt nicht gut. Talent in den Jugendcamp entdeckt. Das ist ein guter. Mark my words. Siebener. Ecuador, Jefferson Montero. Trainiert Ungarn. Vier Tage Reuterhahn. Der wird wieder gehen. Bin ich euch ehrlich. Und da sollte man reverse fangen beim privaten Bereich an. So, Spielergespräche. Helge Schneider. So, Jugendmannschaft. Woher Ecuador, ne? Ich glaube Ecuador. Ja, Jefferson Montero, der. Sorry, not sorry. Weiß nicht, warum du wieder so da sitzt, ne? So, Mails, yes, alles fein. So, wie gehen wir rein gegen Schalke? Schnecker, Reuter, Rautenberg, Eisen, boah, ja, ne, ist eigentlich safe. Yes, Rainer. Come on. Auf Schalke. Come on, Leute. Gelbe Karte für Schalke. Das ist ein Innenverteidiger. Könnten wir versuchen auszunutzen. Come on. Schalke macht aber gut Druck. Da haben auch die eine oder andere Chance gehabt. Dietze verletzt, ist zwar morgen wieder da, aber ist verletzt. Muss trotzdem erstmal raus. Schade, aber Armin Jakobs, bevor er runtergeht, in Unterzahl, macht Armin Jakobs noch das Tor. Come on. 3-3. Klostermann, Rekordspieler der Bundesliga aktuell. Oh, die eine gelbe. Wir bringen auch Squadrone. Otto geht runter. Yes.
Komm mal, Leute. Wo ist ein zweites? Wo ist Hausinho? Wo ist er? Armin Diakos macht lieber ein viertes. Alles klar? Nehmen wir so mit? Come on. Da geht noch ein drittes. Safe Call. Eigentor. Dardai, der hätte schon die gelbe Karte kassiert, ne? Uff, uff, uff. Kein guter Tag für den jungen Mann. Schneckerl mit der gelben. Nehmen wir so mit. Taktisches Foul wahrscheinlich. Wenn es ein Tor verhindert hat, ist das okay. Und das war's. 3-0. GG's. Schönes Ding. Wieder zu 0. Weiter nur ein Gegentor. Das gefällt mir mit am besten bisher. Eintracht gewinnt auch wieder gegen Köln. Kaiserslautern ist nächster Gegner. Aktuell die Aufsteiger sind ganz unten, aber haben alle schon gepunktet. Also wird kein neuer Rekord in Sachen Serie ohne Punkte. Nasrullah und Bayer stehen auch auf 4 Toren. Genauso wie Hausinho und Armin Diakos. Bisher sehr zufrieden. So, mal schalten wir noch kurz mal Training rein, wa? Weil am 15. ja der Marathon ist. Get to swap our places. Literally am Champions League Tag. Huch. Es ist. Nee, ich mag keine Kinder. Ich sag das jetzt nicht. Was ist los, Markus? Was geht? Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ihre Teilnahme am Marathon wurde abgebrochen? Was? Warum? Warum? Was? Warum? Hä? Bodenlos. Bodenlos. Wann ist jetzt der nächste? 1.10. Naja, gut. Alles gut, das hat man noch gerne. Und macht das Lazarett oder mal nicht Lazarett? Letzte Zeit, Gott sei Dank. Ja, wenigstens etwas. Von einem wie viel Personen aus reden wir denn? Eigentlich so, Interesse halber. 3? Dann so viel Krankheitsausfälle? Das ist krass. Ist das, ich sag mal, normal bei euch oder ist das einfach nur schlimmer zur Zeit gewesen, als es sonst oft ist? Kuba! Haha. Einen Kubaner! Don't mind if I do. Aber ich befürchte, der wird es nicht schaffen. Ne? Naja, 9er, komm weg. Nee. Mit schwachen Nerven. Natürlich können wir das ausbessern. Hatten tatsächlich den ersten Fall, aber. Ja, gut. Da ist das dann nicht unüblich, ne? So. Wir gehen gegen Barcelona. Erstes Champions League-Spiel der Saison. Ich würde sagen, wir gehen voll rein. Dann können wir gegen Kaiserslautern immer noch schon Reuter und Schnecker ein bisschen angeknackst, ne? Aber dann haben wir zwei auf der Bank. Wir nehmen tatsächlich, ich nehme mal Schäferlein mit anstatt Gebhardt. Wir gehen mal nur mit einem Stürmer auf der Bank rein. Weil ich tendenziell im Mittelfeld eher noch eine dritte Auswechslung brauche, als beide Stürmer darunter zu nehmen. Ja, ich sag mal, der Durchschnitt ist so bei 89 bis 99 irgendwo. Mit einer guten Form erreichen wir gerne mal die 1000, aber halt nicht über 1010, so, ne? Ne, Dietze war 10er. Das ist der zweite Zehner, den wir gefunden hatten, tatsächlich erst. Ich meine, wir hatten ja insgesamt 5 oder so. Aber außer Armin Diakos und Nasrullah, der dritte, Entschuldigung, ist der dritte Zehner, der wirklich von uns gefunden wurde. Die anderen wurden ja alle nur aufgeweitet. Hausinho, Mkandala und Marchenko. Die sind ja alle aufgewertet worden. Dietze ist. Dann hatten wir quasi 6 Zehner, glaube ich, insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. 3 aufgewertete und 3 gefundene. Dietze ist der erste Nicht-Stürmer-Zehner, den wir gefunden hatten. War nun der zweiten und oder verliehen jetzt die letzten Saisons. Ist jetzt die erste quasi im ersten Kader, weil wir halt Bischof ja, mit Bischof einen sehr guten Spiel auf der Position hatten. Deshalb hat es keinen Sinn gemacht, ihn in die erste zu stellen. Aber jetzt habe ich gesagt, komm, jetzt hat er
80, 81, 82, so in dem Dreh. Und dann, dann machen wir das so. Ich würde das tatsächlich eher von den Bildern, gibt's, den Kaiblinger gibt's wirklich, oder? Wie heißt denn der normalerweise? Oder war das ein generierter? Armin Diakos 3-0 gegen Barca. Einfach mal so locker aus der weggespielt. Einfach mal so locker Barcelona weggemacht. Pff. Die Gruppe ist auch geil. Barca, Chelsea und Atalanta, ne? Julian Kaiblinger. Ich such mal einfach aus ganz aus ganz unparteiischen Gründen mal kurz, ob es ein ordentliches Porträt von Monsieur Jermaine Francis gibt, aber nicht so wirklich, ne? Also keins, was gut in den FM reinpasst. Nur, es gibt keins, vor allem keins mit der Schuldpartie. Es gibt hier eins, aber das ist ab dem Hals abgeschnitten, was ja eigentlich, ne, unüblich ist. Ich hätte schon gern, dass das vom Format her reinpasst, ne? Gibt's das Bild hier nicht irgendwo? Es gibt so ein halbes Seitenprofil, das wäre in Ordnung. Mensch, Jermaine. Ja, das geht eigentlich. Ich gebe das mal eben in Auftrag, ja. Weiß jetzt nicht, ob wir das gleich schaffen, ob wir es heute schaffen oder so. Oh, ja, warte, ist das nicht so einfach ein ordentliches Bild oder ein Bild, das machbar ist zu finden? Ich habe jetzt mal eins weitergeben und gucken, ob wir da was Ordentliches rausholen können und dann sehen wir mal. Wieso gehe ich schon wieder Golf spielen? Ah, wieso gehe ich Golf spielen? Na gut, weil ich vielleicht 100% Fitness im Marathon habe, vielleicht deswegen. was gibt's Neues, Markus? Erzähl mir was. Boah, ich hab Verträge verlängert, ne? Ach du Scheiße. Ich hab Verträge mit Hausinho verlängert, mit Luca, Sven, Otto und Armin Diakos, glaube ich. Ich habe alle Verträge verlängert. Bei uns war auch gutes Wetter. Bei uns war tatsächlich sehr schönes Wetter. Wir waren auf dem Geburtstag jetzt eben. Jetzt gerade hat es das Regnen leicht angefangen. Ich weiß gar nicht, ob es doll geregnet hat, aber war auch sehr schön heute. Otto bekommt jetzt 9 Mio. Soweit alles easy. Sven hat 14. Ich glaube, vorher hatte, ich glaube, Armin Diakos hatte 10 und Hausinho hatte 13. Also wenn man mal einen Guess abgeben möchte, wo die so hingelaufen sind in Richtung Gehalt, dann gerne her damit. Duka ist bei 10. Ich glaube, den könnten wir auch verlängert haben. Jarabi ist mittlerweile auch schon bei 13. Wie gesagt, Otto ist auf 9 hoch, der war noch human. wer hat weniger? Schneckel oder Luca? Schneckel hat weniger. Schneckel hat 17.
Luca beläuft jetzt auf 19 Mio. Armin Diakos ist bei 25 und Hausinho ist bei 25. Man sei angemerkt, die verdienen gleich viel, aber Armin Diakos hatte 10 Millionen Handgeld, um ihn auf 25 zu drücken. Hausinho hat geschlagene 50 Millionen Handgeld bekommen, damit wir ihn auf 25 drücken. Der hat bei 44 angefangen mit den Verhandlungen. Hätte ich ihm gezahlt von mir, also ich hätte ihm auch die 35 oder so gezahlt, die ich ohne Handgeld hätte drücken können, aber dann ist halt das Problem, sobald sich einer mit Hausinho vergleicht, verlangt er quasi 18 Millionen, um nicht unter unfairen Gehältern zu stehen, ne? Weil alles, was über 100% plus hat, halt potenziell hier angemängelt wird, ne? So, 100% Unterschied ist das Niedrigste. Das heißt, alles, was 17,5 oder weniger hat, fällt dann schon potenziell da rein, sobald sie sich mit Hausinho vergleichen, ne? Und dementsprechend wollte ich den halt nicht so hoch lassen. Grundsätzlich hätte ich mir auch die 35 gezahlt, wäre mir egal gewesen. Ich meine, wir haben 1,1 Milliarden auf dem Konto jetzt. Ich weiß gar nicht, was wir an Transferplus gemacht haben dieses Jahr. 854 Millionen. 135 Bischof, 130 Ernst, 92 Engedi, 83 Müller, Hötticke, 77, 5, 52, 5, 38, 34. Und alleine das Geile ist ja, okay, lasst uns das mal überschlagen tatsächlich. 10, 18, 25, 5. 30, 5, 35, 5, 40, 5, 45, 5, 55, 64, 5, 65, 67, 68, 69, 71, 2, 72, 5, 2, 73, ungefähr 73 Millionen nur an Leihgebühren. 73 Millionen Leihgebühren haben wir kassiert. Das sind Spieler, die wir nicht mal abgegeben haben. Wir haben quasi 73 Millionen kassiert, damit andere Vereine unsere Spieler weiterentwickeln. Damit die Leute unsere Spieler teurer machen. Dafür kriegen wir 73 Millionen. Das ist schon wild, wenn man darüber nachdenkt, oder? Sind die Gehälter eigentlich Jahres- oder Monatsgehälter? Das müssen Jahresgehälter sein, oder? Sind das Jahresgehälter? Ich weiß es nicht. Ich meine, theoretisch müsste das monatlich abgezogen werden. Dann hätten wir schon allein 50 Millionen cross die beiden, ne? Nee, das, wie sollen wir das stemmen? Wobei wir natürlich auch einkommen. Ja, ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt das Gehalt. Yo, Daniel. Das ist halt das Gehalt von Luca, Armin Diakos und Hausinho, was wir in Leihgebühren gerade mal bekommen haben. FM, wie eigentlich immer. Community Safe und so, ne? Also wenn du Bock hast, Daniel, ne? Kannst du einen haben. Startelf-Technisch haben wir ein ZM, ein IV, ein RV und ein Torwart. Wollte ich gesagt haben. So. Gehen wir mit der vollen Breitseite rein. Ich glaube, wir lassen Reuter mal draußen. Ich denke, wir haben ja gerade erst angefangen. Also was heißt länger? Ja doch, also ich sag mal, potenziell bis, ich sag mal, 2 ist vielleicht Hardcut irgendwann so in dem Dreh. Kommt einfach darauf an, wie ich durchhalte und so, aber ja. Also wenn du den RV haben möchtest, dann bräuchte ich bitte einen vollen Namen und du darfst dir gerne ein Spielerbild aussuchen. Wenn du Ausrufezeichen Bilder in den Chat machst, kannst du dir auf dem Link die ein Bildchen angucken, eins, das sie zusagt. Dann gibst du mir das einfach weiter und dann kriegen wir dort auf die Reihe. Alles klar, Markus, bis später. Come on, Kaiserslautern. Come on. Ich notiere das doch schon mal, wie gesagt, ein Spielerbild kannst du noch raussuchen. Oben ist der
Threadlink, wenn du nicht über das Google Drive selber rankommst oder auf, weil du dich im Forum anmelden musst, dann ist unten der Link zu dem Google Drive. Weil du, glaube ich, um den Link zu sehen, dich im Forum anmelden müsstest. Amen Diakos. Wenn du 1-0. Come on. 2-0? Come on. Wo ist es? Come on. Hausinho. Bam. Beide auf 5 jetzt. Ne? Müsste bei beiden das 5. gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Müsste. Ja, alles gut, kein Stress. Wir haben nur das dritte auf dem Fuß, Leute. Wir haben nur das dritte auf dem Fuß, ganz ehrlich. Wir nehmen Squadrone runter. Bringen Helge. Come on. Oh, 7. Vorlage. 5 Tore, 7 Vorlagen in 4 Spielen. 12 Scorepunkte für Hausinho. I'm just saying. The man's on a different freaking level. Entschuldigung, 13. Wild. Absolut wild. Eintracht gewinnt auch wieder gegen Leverkusen. Krass. Krasses Ding. Ja. Serge Gnabry, älteste Spieler der Liga jetzt. So, die haben eine Bezeichnung. Einfach diese 1, also 1, 2 oder 3 und die Zahlen klammern. Sag mir einfach die Zahlen, die sind bei mir genauso benannt. Und dann passt das. So, ich mach mal Eckdaten direkt mal notiert. Also die sind benannt quasi, die Bilder. Einfach nur den Bildnamen. Nduka ist ein Achter. Der muss auch bald mal hochgehen, ne? Wundert mich, dass der immer noch ein Achter ist, wirklich. Hoch. 1,38, alles klar. Ich gucke sofort, dann kannst du nochmal durchgucken. Also kannst du nochmal angucken, ob das auch der richtige ist dann. Oder das richtige Bild. Und dann haben wir da sofort. Entschuldigung. So, bei Rechtschreibfehlern, sonstigen Fehlern, einfach melden. So, was war das? 1,38. That's the one. Right? Spielt er auch mit Brille? Ich frage für einen Freund. Damit herzlich willkommen. So, Oscar. Ich mal wieder selbst in den FM rein. Warst du oder gehst du jetzt? Oder beides? Der Start von der zweiten ist schon wieder besser als der von der ersten. Aber zeitlich war das nur, oder? Oder hat es auch nicht funktioniert? Aus Gründen.
Daniel, du musst einfach mal aufhören, am Wochenende zu arbeiten, ne? Vor allem so spät. Einfach mal sagen, nee. Irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann ist auch einfach mal genug gearbeitet, ne? So. Ach ja, wir müssen eigentlich erst nochmal davor. Viel arbeiten, wenig Zeit, ja. Es war eigentlich eine schlechte Kombination. Eigentlich sollte es andersrum sein. Also es sollte, ne? Ist immer, naja. Ja. Ne? Montag frei wenigstens etwas. Immerhin. Ich nicht. Ich muss am Montag ran. Dafür halt Freitag, ne? Weil wir glücklicherweise zumindest aktuell Spätschicht nur 4 Tage Woche machen. Das ist ganz nice, das ist eigentlich. Beide 99 jetzt. Absolut wild. Beide 99. Warum sind die einfach nur bescheuert? Warum? Alle am Start. Krass. Das wirklich, ich nehme wieder Schäferlein. Vielleicht fangen wir an. Boah, sollten wir vielleicht eins. Wirklich eins, zwei, drei. Wieso? Hä? Digga. Wieso geht das nicht? Ich hätte gern eins, zwei. Die einzige Zweier-Kombination ist mit 2, 2, 2. Also, wenn du müsste ich eins, eins. Wenn du müsste ich einen Verteidiger zu Hause lassen. Aber das möchte ich eigentlich auch nicht. Die sinnvollere Verteidigung für mich wäre echt 1, 2, 3 eins an Verteidigern. Aber gut. Um, 217 und 209 aktuell. 25 Millionen Gehalt mittlerweile. 233 Spiele, 194 Tore. Und Amendiakos hat 214 Spiele, 153 Tore. Yes. Amendiakos war sogar schon Zehner, den haben wir als Zehner gefunden. Das war der erste oder einer der ersten beiden Zehner, die wir hatten. Der zweite. Erste Zehner, den man gefunden hat, spielt bei den Bayern. Mittlerweile. Hausinho war tatsächlich eigentlich nur Neuner. Den hat der Hausen quasi als Neuner genommen. Hat aber dann ein Upgrade auf den Zehner bekommen. Aber wenn Diakos verletzt, ist natürlich schon bitter, ne? Sehr, sehr bitter. Jawohl, Daniel direkt in der 1-0. Simon gegönnt, darf er direkt behalten. Ne, klar gibt's hier noch. Wo soll er denn hin sein? Unkraut vergeht nicht, heißt es so immer. Boom! Ist auch der erste Hattrick-Schütze, hat auch schon 2 oder 3 Hattricks. Mehrfacher Torschützkönig. Weltfußballer, wobei Armin Diakos jetzt auch Weltfußballer war letztes Jahr. Ja. Armin Diakos ist der Einzige, der in einem Spiel über 3 Buden, glaube ich, gemacht hat. Hat direkt 5 daraus gemacht. Die haben alles zerschossen, also wirklich gefühlt alles in Rekorden erschossen, was ging. Letztes Jahr Nominierte für den Weltfußballer waren halt Amendiakos, Hausinho und Mbappé. Dreifach Nominierung warte ich noch drauf. Das ist noch ein bisschen Ziel quasi. Elfer oder so? Golasso für? Hoffenheim. Ich guck sofort. Wenn ich dran denke. Glaub, jawohl. El Mouhouti? Das ist einfach der Joker. Hausinho mit der 8. Vorlage auch. 8. fucking Vorlage. Eintracht auch weiter am Gewinn. Gegen Kaiserslautern. Da dürfen gegen Hannover. Gegen Hannover. 7 und 6 für Hausinho und Amendiakos. Von Hausinho 15 Scorepunkte in 5 Spielen. Der macht 3 Scorepunkte pro freaking Spiel. Damn. Talent in Jugendcamp entdeckt. Sehr schön. Gibraltar. Leider nur ein 7er, aber nehmen wir mit. Und direkt drüber. Mustafa Demir neue Ding. 2 Tage Amendiakos, das ist okay. So, wir gucken kurz die Nummern. Die 89 ist natürlich frei. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. 89. Richtig? Ja. So, 2. Champions League Spiel gegen Atalanta steht an. No problemo. Also, das mit der Nummer. Atalanta weiß ich nicht, ob das No Problemo wird.
Aminiak ist wieder fit. Sehr schön. Jugendstadion, Ausbahn auf 62,80. Dann fehlt noch eine Stufe, glaube ich, dann hat so viele Zuschauer wie, Stadion der Erstmannschaft. Auch wild. Einfach gleich das Jugendstadion größer als... Das Jugendstadion und das Stadion von der zweiten ist gleich größer als das Stadion von der ersten. Ein bisschen dodgy. Ja, weiß ich nicht. Nummer 94 ist ein bisschen weird. Weiß ich nicht, ob ich Rücknummer 94 nehmen würde, bin ich ehrlich. Der kommt weg. Der auch. Blum und Jünemann und Harris kommt weg. Blum, Jünemann und Harris. So, hier haben wir Mentoren. Also, weiß ich nicht, wo wir haben, aber wir haben Spieler, die Mentoren suchen. Bangladesch. Sogar gute Trades. Wenn der sich ein bisschen entwickelt, wäre cool. Spieler aus Bangladesch würde ich gerne nehmen. Immer gerne. Alles klar, kein Scheiß. Ich wünsche viel Erfolg. So, Mountainbike-Training, wenn wir schon 100% Fitness haben. Gespräch machen wir gleich. Also machen wir erst nach dem Atalanta-Spiel. Weil, ne? Also am Samstag quasi vor Hannover. So. Gegen Atalanta. Danach kommt Hannover. Hannover steht aktuell auf der 8. Not so bad. Wie gehen wir dann gegen Atalanta rein? Eigentlich können wir voll rein. Ne? Vielleicht Hausina auf der. Vielleicht schauen wir mal mit dem Hutti. Das ist ein Hausina draußen, dass der sich ein bisschen erholen kann. Jermaine auch. Nehmen wir aber beide mit. Nee, mach ich nicht. Doch, ich lass. Ich nehme Lienemann mit. Lienemann und Gebhardt. Ja, machen wir so. Komm. Sind in Italien bei Atalanta. Erste Minute. Boom! Amendiakos. Let's go. El Mohouti. Hat, glaube ich, nicht mitbekommen, dass er gar nicht eingewechselt wurde. El Mohouti ist eigentlich der Joker. Ich glaube, El Mohouti ist wirklich der beste Joker, den ich je hatte. Was der von der Bank trifft, ich meine, gut, ne, wenn man 92er Stürmer von der Bank bringen kann, ist sowieso. Aber der hat sich halt auch so krass entwickelt von der Bank, weil der halt boot, den wechselst du ein und der bootet. Garantiert. Immer. Hat auch einige Jahre schon die Auszeichnung der Joker gehabt, ne? Die man im Endbildschirm hat. Ah, mit 1 nehmen wir Daniel runter. Aminakis darf mit der 1 runter. Der Rest darf man noch bleiben. Ja, ein Duca, also ehemals ein Duca, jetzt halt Daniel, ne, hat notentechnisch echt gut. Deshalb wundert es mich, dass er noch nie seinen 9. Stern bekommen hat, tatsächlich. Das ist ein Spieler, den ich schon lang eigentlich für eine Aufwertung auf dem Schirm habe. Habe schon einige Saisons gehabt, wo ich dachte, jetzt müsste er aber mal bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Durchschnittsnote immer war, also ob der immer mal wieder, so, ob so jedes zweite Spiel eine 1-0, jedes andere eine 3-5 oder so war, ne? Aber ja. Ja gut, aber war halt nicht nötig, ne? Warum nicht dann die Moral und die Note mitnehmen und lieber dafür sorgen dann, dass er auch gegen Hannover und so spielen darf? Ich kann ja auf dem Feld lassen, aber dann muss ich die vielleicht öfters mal draußen lassen. Oder mal ein Spiel aussetzen lassen, weil halt Fitness, ne? Hat halt eine 94, ne, weil er eine 17er Form hat. Wollte ich nur gesagt haben. Marathon in Köln geschafft, ist sehr schön. Was ist der nächste? Das erste Elfte. Das wird knapp. Müssen wir ein bisschen gründen. Gönn dir. Yes. Da haben wir schon einen.
So, in der B. Haben wir da einen neuen Mentor? Ja, also okay. Wieder keiner, der crazy ist oder so, ne? Was ist denn das? BMU? Bermudas. Boah. Würde ich auch nehmen. Wie gesagt, ich bin eigentlich ein Fan davon, immer mal Nationalspiele zu haben von so weirden Nationen, sage ich. Nenne ich es einfach mal. So Off-Nationen. Einfach mal so ganz random den besten Spieler aller Zeiten von Bermudas im Squad, weißt du? Was ist denn in der zweiten Mannschaft noch? Gruppe zweite Mannschaft. Wie steht's denn um die? Naja, was frage ich? Zerreißt die dritte Liga seit Jahren. Alter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre in Folge. Meister in der zweiten, in der dritten Liga gewesen. Huch. Wild. Vor allem in der ersten Meistersaison gleich die beste gewesen. 93 Punkte. Habe ich danach nie wieder geschafft. 92 hier. Die A steht aktuell für 2, wieder besser dabei. Die B auch. Die waren, glaube ich, letztes Jahr nicht so gut, ne? Hier sehen wir. Doch, sehen wir hier. War nur Dritter. Die A und die B. War nur in Anführungszeichen Zweiter. Haben sich ein bisschen gebessert, aber standen Mitte der Saison nicht so gut da. Stehen jetzt aktuell wieder ein bisschen besser da. Ich meine, gut, ein bisschen entwickeln sie sich immer noch, ne? Die werden quasi hinten raus eigentlich immer besser, weil da halt bessere Spieler dazukommen. Aber. Ja, aber die werden halt wirklich hinten raus dann immer besser. Ich wollte schon sagen, wo denn, was denn? Aber kam gerade. Oh, mit dem HSV, ja? Was ist das Ziel mit dem HSV? Hannover. Sir, dann bitte da lang. Dann bitte da lang. Oh. Dann ist hier kein Gebrauch, der vor meinem Bildschirm sitzt. Wie sieht die Fitness aus? Eigentlich ganz gut. Armin Diakos ist ein bisschen angeknackst. Wir haben aber danach Länderspielpause. Also von unserer Seite nicht so wild. Kriegen wir so hin. Wir lassen wieder ihn zu Hause, nehmen Schäferlein mit dafür. Vielleicht sogar mal Hornberger und Selzer, einfach nur, weil Stangl und Eruglu tatsächlich auf der Bank ein bisschen angeknackst sind.